Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Liberation. Ja, in der letzten Folge haben wir ja so ein bisschen unsere Geschäftsrivalen eliminiert und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal mit der Hauptmission weiter. Und also nicht, dass ihr euch wundert, warum ich hier die Seite immer nur so zur Hälfte auf dem Ohr habe. Ich habe Angst, dass ich zu laut rede, deswegen habe ich nur die Hälfte des Hörers auf meinem Ohr, damit ich mich selber immer noch ein bisschen höre, damit ich nicht irgendwann, da bin und dann auf einmal ganz laut werde. Deswegen lieber so, dann kann ich meine Stimme besser kontrollieren. Ja, so sicheren Aussichtspunkt finden und auf Patrouille warten. Na, dann schauen wir doch mal da hinten. So, und ich bin ja immer noch gespannt, wie es weitergeht mit Avelines Mutter. Was da nun endgültig rauskommt. Sie! Ein... Wie kindisch kann man sein? Da ist nichts. Was tust du denn da? Was glaubst du? Ich entferne es. Tu's nicht! Wir werden verflucht! Oh, wir werden verflucht! Ich habe richtig Angst. Stimmt ja. Schnellgefälle benutzen, um die Wache heimlich auszuschalten. Na, das ist doch gar kein Problem. So. Es ist wahr. Stimmt, ich kann mich daran erinnern, wir sollen ja die... Hier ist es nicht sicher. Die Wachen nach und nach langsam ausschalten. Also von oben und aus der Deckung heraus, damit die denken, dass es tatsächlich ein Voodoo-Zauber ist, mit dem sie da belegt werden. Oh. Oh nein. Okay, noch bin ich ruhig. Ihr wisst ja, Hate Bunny TV wird irgendwann dafür bekannt sein. Die... Es ist wahr. Die Spiele ein bisschen anders durchzuspielen, denn ich bin niemand, ich... Abrücken! Ja. Hier ist es nicht sicher! Ich, werde gern mal ein bisschen aggressiv beim Spielen, weil einfach dann irgendwie nicht immer alles funktioniert, wie ich das will, der Charakter nicht das macht, was ich möchte, oder wie auch immer. So, dann warten wir mal ein Stückchen. Nein! Ach, Mann. Dio santo, mehr Voodoo. So, dann bock, werden wir mal den nächsten töten. Deserteur, komm zurück! Du kommst mir vor Standgericht! Alter. Gott sei Dank bin ich weiter hier unten geht's, Männer. Im Busch. Und diesmal haltet die Augen auf und die Sinne beisammen. Möge der Herr über uns wachen. Jetzt stellt euch mal vor, ich wäre oben lang gelaufen. Der hätte mich doch frontal gesehen. Der hätte mich doch eiskalt erschossen. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir das hier nicht gebacken bekommen. Die sind da vorne. Ich muss halt echt ein bisschen aufpassen, dass die anderen Idioten mich nicht sehen.
Was war mit ihm? Er macht ein paar Pirouetten oder was? Okay, jetzt muss ich den nächsten töten. Und am besten verstecke ich mich mal hier hinterm Baum. Lauft! Lauft! Ich frage mich nur mal, wer da... Ah ja. Ja, geschafft, würde ich sagen. Sehr, sehr gut. Kann wir ihn noch... Oh, cool. Aber wir hatten doch vorher sowieso schon eine Axt, oder? Oder haben wir jetzt noch eine? Ja gut, dann schauen wir doch mal, was wir noch so auf der Karte haben. Ich muss mich dran gewöhnen, immer ein bisschen öfter mit euch zu reden und ein bisschen in die Kamera zu gucken, weil ich, wenn ich wirklich gefesselt von einem Spiel bin, dann vergesse ich immer, dann bin ich nur für dieses Spiel da und, blende irgendwie alles um mich herum aus. Aber das ist ja natürlich nicht Sinn der Übung. So, da haben wir noch einen Geschäftsrivalen und da ist noch ein Schatz. Das dauert mir aber zu lange. Wie viel Gold haben wir denn? Können wir das sehen irgendwo? Nee, können wir nicht. Gut, gut. Dann machen wir erstmal schnell den Geschäftsrivalen. Und schauen mal, was der noch so für uns hat. Oh, komm, den schalten wir noch aus. Na los, na los. Oh, bam. So, ich habe doch aber trotzdem noch eine Axt. Ja, genau. Dann war das wahrscheinlich einfach nur so ein Zwischendingenskirchen. So, ich gehe jetzt aber mal hier oben hoch. Ah, hier ist noch ein Pilz irgendwo. Moment. Wir müssen ja die Pilze noch einsammeln, weil wir ja die Aufgabe haben, den Kranken hier zu helfen. So wie ihm da zum Beispiel. Und... Oh, da ist noch eine Tagebuchseite. Ja, geil! So, dann werden wir ihm erstmal schnell helfen. Und dann müssen wir mal schauen, wo der Pilz jetzt ist. Da oben. Kann sie an dem Baum hochklettern? Ja, wie geil! Bedem! So, Tagebuchseite. Da hinten. Und ich habe mir ja meine schönen Notizen gemacht. Deswegen kann ich jetzt auch direkt mal gucken, welche Seite das ist, die wir da bekommen haben. Inventar. So, 1 haben wir, 3 haben wir, 4 haben wir, 5, 6, 7 haben wir, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18. 8. Januar 1751. Vor 20 Jahren. Wir sind jetzt 1771, dann war das vor 20 Jahren. Heute auf dem Markt hat mich der Fischverkäufer etwas Merkwürdiges gefragt. Seine Frau hörte von der Frau des Bäckers, dass Mademoiselle de L. gestern Abend während der Mardi Gras Feier in den Armen von P. getanzt hat. Ich sagte ihm gleich, dass sie sich sicher getäuscht haben wegen der Masken. P. hat die halbe Nacht gearbeitet, ganz in Gedanken wegen seiner Geschäfte. Es sieht aus, als gäbe es eine neue Gelegenheit am Horizont. Ein großer Schock wird offiziell heiraten. Okay, ich glaube, wir müssen im Endeffekt... Also ich hoffe ja so ein bisschen, dass wenn wir... alle
Tagebuchseiten haben, dass wir dann wie so eine Art, ja, wie soll ich sagen, dass es zusammengefasst wird, dass vielleicht ein Video freigeschaltet wird oder irgendwie so, dass uns da vielleicht auch Erudito irgendwie helfen kann. Das wäre auf jeden Fall mal spannend, das irgendwie mal zusammengefasst mitzubekommen. Wäre natürlich echt super, wenn das vom Spiel so vorgegeben ist, beziehungsweise wenn die Macher das so eingearbeitet haben, aber ich glaube nicht. Oh nein, nicht die arrogante Kuh schon wieder. Wie hieß sie, Eve oder was? Bonjour, Schmuggler. Aveline, lange nicht mehr gesehen. Zu lange. Hör zu, gab es in letzter Zeit ungewöhnliche Aktivitäten im Bayou? Außer den unseren, meinst du? In der Gegend tummeln sich viele Männer in spanischen Uniformen. Wobei ich sowohl ihre Männlichkeit als auch Zugehörigkeit anzweifeln würde. Sie wurden bestochen von einem Mann namens Vasquez. Er arbeitet für... Vasquez? Sacre bleu, ich kenne diesen Namen. Ich habe Soldaten belauscht. Er will morgen ein Versorgungsschiff umleiten. Wenn wir es nicht zuerst tun. Ich mag, wie du denkst. Habe ich es nicht gesagt, Elise? Ich liebe, wie sie denkt. Auch mir steht der Sinn nach einer Umleitung. Darf ich vielleicht einen Vorschlag machen? Der Leuchtturm am Lake Pontchartrain. Wenn du ihn manipulierst, dann erreicht das Schiff vielleicht nie seinen Hafen. Russion, ich mag, wie du denkst. Habe ich es nicht gesagt, Elise? Ich liebe, wie er denkt. Was geht denn da ab? Warum ist sie denn so kackend freundlich zu ihm? Das passt ja gar nicht. Niemanden töten, nicht schwimmen. Aha. Erstmal haben wir hier noch einen Schmuggler. Vielleicht hat der ja was Schönes für uns. Mal schauen, ob der eine schöne neue Waffe hat. Nee. Das werden wir mal ein bisschen aufstocken. Das werden wir auch mal aufstocken. Das ist voll. Taschenuhren. Was soll ich mit einer Taschenuhr? Also ganz ehrlich. So wie diese Leute mit ihrem Mantel immer Wolleuhr kaufen. So. Den Leuchtturm kennen wir ja schon. Da waren wir ja schon. Nicht schwimmen. Lauf ja weiter. Niemanden töten und nicht schwimmen. Wie soll das bitte funktionieren? Kann ich da hinten lang? Wo ist er denn jetzt? Du hast uns nicht gesehen. Scheiße, ich kann hier gar nicht lang. Das haben die doch mit Absicht eingebaut, dass man nur diesen einen Weg hier gehen kann und dass man... Na? Ihr seht mich alle gar nicht. Ihr seht mich alle gar nicht. Okay, jetzt muss ich echt überlegen, weil beim letzten Mal waren wesentlich weniger Wachen da. Und ich muss jetzt einfach mal ganz vorsichtig hier hinten lang gehen. Ich hoffe auch gerade, dass das vom Sound her okay ist. Ich hoffe, dass das Spiel nicht zu laut ist. Das muss ich gleich mal testen, wenn die Aufnahme fertig ist, um mal zu
gucken, ob ich es vielleicht nachträglich nochmal einstellen muss oder so. Okay, was läuft er für eine Runde? Er läuft so eine lange Runde. Okay, schnell hier rüber. Okay, das ist nur der eine. Und dann sind da hinten noch welche. Und da ist der Leuchtturm. Oha, das ist ganz schön tricky. Jetzt guckt er gerade. Jetzt dreht er sich weg. Okay, jetzt. Okay. Scheiße. Okay. Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Okay, jetzt muss ich weiter überlegen. Jetzt gehe ich erstmal hier hinten lang. Und dann muss ich die erstmal beobachten. Da stehen zwei, die laufen da lang. Okay, dann wäre das das Zeitfenster, um nach da hinten zu rennen. Und dann müsste ich wahrscheinlich außen rum. Okay, er bleibt stehen, die beiden sind weg. Er läuft wieder los und die beiden laufen auch wieder los. Das heißt, wenn die sich in der Mitte treffen und wieder auseinanderlaufen, dann müsste das mein Zeitpunkt sein, um loszulaufen. So, jetzt bin ich bei ihm außer Sichtweite und jetzt bin ich auch gleich da außer Sichtweite. Sehr schön. Okay. Die sehen mich nicht, die sehen mich auch nicht. Oh mein Gott, wie knapp das gerade war, dass ich nicht... Oh. Meine Fresse. Ich krieg auch immer Herzrasen. Los, 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 los. So. Sollte ich es tatsächlich schaffen, von niemandem entdeckt zu werden? Das wäre ja krass. Oh mein Gott! Wer ist er denn? Vor allem, er pisst da einfach mal gegen den Baum. Er pisst eiskalt gegen den Baum. Was ist er denn für ein Freak, Alter? So, jetzt muss ich trotzdem erstmal gucken... Oh, ich darf ja auch niemanden töten, ne? Aber er wird mir auch nicht angezeigt als Gegner auf meiner Karte. Okay, weg. Weg, 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 weg. Kann ich hier hoch? Ja. Okay. Ich hoffe, dass mich jetzt niemand sieht. Also von den Wachen unten. Sie kommt da nicht hoch. Da unten läuft keine. Ey, wenn ich jetzt an der Scheiße scheitere, ne? Dann lasse ich mich umbringen und mach die Kacke nochmal. Oh, bitte, 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 lass mich jetzt nicht von irgendeiner Wache entdecken. Entdeckt werden. So, dann müssten wir ja gleich da sein. Ey, wie krass, wenn ich das wirklich hinkriege, ich feiere mich dafür. Oh. Okay. Kommt er hier lang oder läuft er da lang? Nee, er läuft da lang. Sehr gut. Hoch. Ja! Also Nummer 1. Oh, hoffentlich ist jetzt hier...
Geil! Geil! Ich hab's echt geschafft. Volle Synchro. Geil. Oh, sie ist wohl krank. Also die Animation ist ja eigentlich so, dass sie diejenige gerade umgebracht hat. Aber gut. Oh, wie krass. Ich hab's geschafft. Hey. Geile Scheiße, wirklich. Bist du wieder betrunken? Was? Cool. Aveline, es ist vollbracht. Das Schiff steckt im Schlamm fest. Jetzt bekommt ihr eure Beute. Und ich mache Vasquez einen Kopf kürzer. Und dann wird gefeiert. Aveline, ich sammle meine Männer. Wir treffen uns am Schiff. Und das Plündern kann beginnen. Am Treff... Elise... Ich mag sie einfach nicht. Oh, da ist noch ein Pilz. Moment. Wir müssen erstmal den Pilz holen. Und der ist da oben. Lasst mich ganz kurz überlegen, wie kommen wir da oben hin? Von da hinten. Ja, geh hoch. Oh, diese Schrulle, ne? Okay, wir holen nur noch ganz schnell den Pilz. Und dann haben wir auch schon das Ende der nächsten Folge im Kasten. Ja. So viel dazu. Von hier. Moment. So leicht gebe ich nicht auf. Der Pilz ist da hinten. Und wir kommen da an die Äste ran. Oh! Was zur Hölle war das denn gerade? Alter Jumpscare. Ohne Scheiß, ich hab mich gerade voll erschrocken. Ich werd schon wieder müde. Mano. Das kann doch nicht sein, dass ich diesen verblödeten Pilz nicht kriege. Alter, egal. Drauf geschissen. Dann laufen wir einfach mal weiter zum nächsten Treffpunkt. Sollte ja nicht allzu lange dauern. Oh, was haben wir denn hier? Ein Lager? Ist ja auch geil. Hm? Mitten im Busch. Oh, und sie will wieder nicht durch die Büsche laufen. Das war mir so klar. Ohne Scheiß, dieses Gebiet, dieses Bayou, dieses Sumpfgebiet, es ist einfach nur anstrengend. Du kommst hier nirgends, da ist noch ein Pilz. Du kommst hier nirgends wo lang. Ist das der gleiche Pilz? Ja. Nee. Oh, da ist noch so ein Fieberkranker. Da oben, ich sehe ihn. Den müssen wir noch schnell zusammenschlagen. Damit er von seinem Fieber wieder geheilt wird. Auch so bescheuert, ne?
Aber dafür sind wir ja da. Gar kein Problem. Wir helfen euch. Naja, wenigstens kriege ich Geld dafür. So, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich muss noch mal ganz kurz was ausprobieren. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde jetzt bestimmt noch 1, 2, 3, 4 Folgen machen. Denn ich will ja unbedingt wissen, wie es weitergeht mit Jan. Und ich hoffe, dass wir noch mal nach Mexiko kommen. Dass wir noch mal in Mexiko vielleicht auch so eine abgefahrene Höhle wie vor ein paar Folgen haben. Dass wir da noch mal tauchen müssen oder irgendwie uns durch die Höhle schwingen müssen oder wie auch immer. Es wird bestimmt aufregend, es wird bestimmt cool. Also dann, bis zur nächsten Folge, euer Hasshase.